Herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause zu unserem MSP Day. Wir sind mittendrin, haben heute Morgen gut unsere Einstiegsdiskussion hinter uns gebracht, einen sehr schönen, fand ich auch einen sehr coolen Einstieg bekommen mit verschiedenen Perspektiven. Welche Herausforderungen haben die MSPs heute? Wie muss man Managed Service Providing neu denken? Hatten dann im Anschluss meinen Kollegen Björn Hinrichs, der uns eine Methodik und ein Werkzeug dargestellt hat, nämlich die Customer Journey, um ja genau diesen Perspektivwechsel herzustellen zu was wollen die Kunden eigentlich. Also es hat sehr, sehr gut auch gepasst zu dem, was wir heute Morgen gehört haben, sich immer wieder auf die Kundenanforderungen einzustellen. Und jetzt nach der Mittagspause freue ich mich auf Herrn Robert Scholderer. Hallo, Herr Scholderer, schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, grüße, Herr Pause. Hat ja super geklappt auch. Dass wir jetzt wieder ein weiteres Themengebiet, eine weitere Dimension, die man betrachten muss, anschauen, nämlich das Thema Verträge. Verträge, Vereinbarungen, ne, kommt ja immer die schöne Definition, was ist Qualität? Ne? Qualität ist das zu liefern, was ich vereinbart habe. Nur doof, wenn nichts richtig vereinbart ist. Also daher freue ich mich drauf, dass Sie uns jetzt einen Einblick geben, wie man schneller zum Vertragsabschluss kommt. Weil Geschwindigkeit haben wir auch gehört, ist ein Riesenthema in allen Ja. Bereichen. Aber wir müssen die Risiken im Griff behalten und da gucken wir jetzt drauf. Ich gebe Ihnen mal die Präsentationsrechte. So. Dann hoffe ich. Perfekt. Sehe Ihre Präsentation. Wie hat sich das Wetter entwickelt bei Ihnen? Wunderschön. Also hier auch, ne? Wir haben ja vorhin von der Cloud gesprochen. Mittlerweile ist sie jetzt nicht mehr grau, sondern weiß, und der Himmel ist blau. Also genauso, wie es sein sollte. Prima, Herr Scholderer, dann ich freue mich auf Ihren Vortrag, schaue nach den Fragen, die reinkommen sollten und dann gucken wir nach dem Vortrag nochmal, dass wir die Fragen alle beantworten. Danke Ihnen. So machen wir es. Perfekt. Dann starte ich durch. Also Vertragssicherheit, schneller Vertragsabschluss mit dem geringsten Risiko. Und jetzt gucken wir mal, wie wir da am besten rangehen. Und ich habe dazu die Themen folgendermaßen aufgeteilt, wie für das Webinar. Einmal ist das Vertragsdesign. Das entscheidet schon über Effizienz. Und ich zeige Ihnen, wie die einzelnen Verträge gebaut sind. Und was man damit erreicht bzw. nicht erreichen kann. Also man muss noch nicht mal die Inhalte ändern, dann wäre man schon schneller. Und ich zeige das auch anhand eines Beispiels, wo man dann tatsächlich Performance verliert, wenn man die Verträge zum Abschluss bringen möchte. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich Do's und Don'ts. Und da habe ich vier explizite Themen ausgewählt, nämlich wie muss die Serviceleistung oder die zu erbringende Leistung beschrieben sein, damit man da gut zurechtkommt. Eben den Vertragsaufbau nochmal, auch das Thema Leistungsabgrenzung spreche ich nochmal an, weil es ja immer wieder ein Thema ist, ja, wir leisten bis dahin, aber nicht weiter, damit man auch da immer sagt, der Kunde kann nicht ewig von mir fordern, an bestimmten Stellen Leistungen zu erbringen, die gar nicht vereinbart sind. Ja, und dann neben den vielen Dingen, die wir so entsprechend wie so ein Trichter entlanglaufen, landen wir am Schluss in einer finalen Regelungen, die habe ich Ihnen auch mitgebracht in Form eines Textes, so dass wir uns die mal anschauen und da machen wir mal ein schönes Beispiel daran, wie man effizient so eine finalen Regelung aufziehen kann, ohne dass man dabei größere Risiken erfährt. Das Thema Lessons Learned stellen wir dann am Schluss nochmal mit dran und ich würde sagen, lassen Sie uns starten. Also, es gibt verschiedene Vertragsansätze. Ich habe die hier mal gelistet und Sie müssen es jetzt nicht alles lesen. Sie können es dann später im Download nochmal in Ruhe lesen. Und zu jedem von diesen Spiegelstrichen, jedenfalls zu den goldenen oder braunen, wie auch immer, habe ich entsprechend eine Folie, die Ihnen gleich zeigen wird, wie die Verträge gebaut sind, was das für Vorteile hat und wo man da auch entsprechend vielleicht auch einen Nachteil erfährt. Und ich fange vorne an bei dem allerersten, nämlich dem monolithischen Ansatz. Ja, das heißt, wir haben sozusagen die Ursuppe. Das heißt, die Verträge sind nicht die Verträge, sondern der Vertrag ist ein einziges Word-Dokument, in dem man sich heute befindet. Und dieses Word-Dokument wird halt mit allen Leistungen, mit allen Namen, sonstigen Themen, die da drin sind, auch entsprechend zusammengefasst. Der Nachteil oder das Hauptthema ist natürlich, dass sich, sobald sich Änderungen ergeben,
ich den ganzen Vertrag neu anfassen muss und ihn auch zur Unterschrift bringe. Dadurch, dass wir immer mehr ein Vier-Augen-Unterschriftsprinzip haben, wobei ich schon gar keins mehr kenne, das noch weniger als vier Augen hat, ist es so, dass wir hier den Vertrag natürlich sehr oft zu diesen vier Leuten immer zur Unterschrift bringen müssen. Das ist für uns als Service-Level-Manager natürlich nicht besonders attraktiv und das haben viele auch erkannt und haben gesagt, na, dann stellen wir es doch mal lieber um, weil wenn Sie sowas, so ein Konstrukt fahren, dann können Sie das für einen Kunden vielleicht fahren, aber Sie haben da auch keinen sauberen Durchgriff. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Vertragsverhandlung, sie ist am Laufen und dann sagen, ja, also unser Verantwortlicher ist der Herr Müller. Hat der halt jetzt gerade gewechselt, das muss der Herr Huber sein. Und schon haben Sie wieder den Vertrag, bevor Sie den unterschrieben haben, schon x-mal angepasst, dass der jetzt auch endlich stimmt. Und viele trauen sich da auch nicht mehr zu unterschreiben. Also stellen wir um auf den nächsten, wo es ein bisschen effizienter schon ist, nämlich den monolithischen Ansatz mit Anlagen. Ich habe immer noch alle Regelungen in meinem Service Level Agreement sauber konzentriert. Super. Aber alle Dinge, die sich verändern, wie zum Beispiel Kosten, das Personenkarussell, das ja auch läuft, die mitgeltenden oder andere mitgeltenden Dokumente, das nimmt man nach draußen. Ist übrigens heute auch sozusagen der Evergreen, der draußen ständig verwendet wird, dass man einen Hauptvertrag hat und viele unterliegende kleine Häppchen. Das werden wir aber sehen, dass man das vielleicht noch ein bisschen besser organisieren kann. Ist aber schon eine ganz gute Organisation, weil ich zum Beispiel, wenn jetzt hier die vier entsprechenden Elemente, da kann ich natürlich unterschiedliche Leute für die Unterschrift verwenden. Ja, ganz oben das Service Level Agreement, unterschreibt die Geschäftsführung, dann die Kosten, da habe ich vielleicht meinen Controller, die Personen, da brauche ich noch nicht mal vielleicht jemand für die Unterschrift. Das wird einfach nur immer so abgelegt und als aktuell gültiges Dokument im Service Level Agreement genannt. Und bei anderen mitgeltenden Dokumenten kann ich das entsprechend auch machen. Also damit wird man schon deutlich flexibler und ist auch schon schneller auf dem Weg. Und das lässt sich auch für eine Anwendung, lässt sich das so ganz gut fahren und für eine größere Dienstleistung, die Sie anbieten, sind Sie damit ganz gut auf dem Pfad. Gehen wir mal eins weiter und sagen, naja, aber nur eine Anwendung. Wir haben ja viele Dienstleistungen, die wir verpacken und jetzt überlegen wir uns mal, ob wir das vielleicht nicht anders machen können. Und sollten Sie auf diese Idee kommen, dass Sie sagen, wir bieten dem Kunden einen Rahmenvertrag an, nämlich mit einem modularen Ansatz, so eine ganz dünne juristische Hülle, wir sind freundlich miteinander und dürfen miteinander handeln. Also es ist der Rahmenvertrag, in dem Sie agieren, der wird meistens von Ihren Rechtsanwälten erstellt und unter diesen Rahmenverträgen gibt es dann Servicemodule, die Sie anbieten. Tja, und bei den Servicemodulen haben Sie natürlich dann ganz genau die Situation, dass Sie sagen, ja, der Kunde kann sich aussuchen, er braucht zum Beispiel den Service Desk und die Applikation und das Backup will er aber selbst machen oder andersrum, Applikation und Backup machen Sie, das Thema Service Desk macht der Kunde. Und so kann man das aufziehen für sehr viele Module. Ist schön, ist sehr kundenattraktiv, aber hat natürlich einen ganz riesigen Rattenschwanz, der sich dahinter nachzieht. Sie sind vielleicht immer noch sehr schnell in Ihrer Vertragsverhandlung, weil Sie ja immer die Module rausziehen. Aber Sie müssen natürlich für sich auch wissen, wie kann ich denn die einzelnen Module dauerhaft stabil halten? Weil jedes Modul muss für sich alleine stehen. Das heißt, eigentlich sind es gar keine Module, eigentlich sind es eigenständige Service Level Agreements. Damit haben Sie kaum was gewonnen, weil nehmen wir jetzt zum Beispiel sowas wie die Servicezeit. Die gilt natürlich im Service Desk, für die Applikation, fürs Backup. So, wenn irgendjemand, jetzt sind es ja hier nur drei Vierecke, wenn Sie 10, 20 Module haben, wenn da irgendjemand anfängt, sagen, oh, die Servicezeit, die verdrehe ich ein bisschen, müssen Sie das in allen anderen nachziehen. Das lässt sich bei dem Beispiel Servicezeit natürlich jetzt hier relativ schnell erfassen. So, naja, gut, das kann man machen, aber lassen Sie das mal in anderen Bereichen mit überführen. Dann haben Sie genau die Situation, dass Sie in jedem Modul plötzlich eigene Kennzahlen haben, eigene Zeiten haben und dann sind die Module kaum mehr koppelbar. Sie sind auch kaum mehr miteinander anbietbar in der Kombination und dadurch ist das natürlich für Sie. Im ersten Schub sagen Sie, wow, initial, der Burner. Wir sind ganz schnell unterwegs gewesen und haben die Module an den Kunden verkauft, aber die Kunden haben Anpassungen gefordert und Sie müssen dann auf diese Anpassungen reagieren.
und damit fällt Ihr ganzes Modul-Framework in sich zusammen. Also am Anfang sieht es gut aus, aber je länger man es dann auch macht und betreibt, umso schwieriger wird es dann auch, das auch sauber durchzuhalten. Nehmen wir noch einen anderen Ansatz und danach kopple ich dann gleich ein paar Ansätze miteinander in den Best-Practice-Ansatz. Ein anderer Ansatz ist zum Beispiel sowas wie ein generisches SLA zu haben und ein spezifisches SLA. Sehr viele große Telco-Provider fahren dieses Konstrukt, dass sie sagen, für alle unsere Tochtergesellschaften gibt es ein generisches Service Level Agreement. Zum Beispiel die MMS und die SMS-Laufzeiten oder sowas, die werden entsprechend da geregelt. Was ist die Dienstleistung überhaupt? Und die werden in Form von einzelnen Kapiteln, die man hier auch auf der linken Seite sehr schön sieht, in dem generischen SLA, werden die einzelnen Kapitel aufgeteilt, aber nur die Inhalte beschrieben. Die gelten dann für die ganze Company. Jetzt sitzen natürlich die Companies in unterschiedlichen Ländern und unterschiedliche Länder haben entsprechende andere Infrastrukturen, andere Latenzzeiten und das muss natürlich geregelt sein. Also schließt man mit jeder kleinen oder mit jeder Teilgesellschaft oder Tochtergesellschaft, schließt man die spezifischen Service Level Agreements ab und sagt, wie lange ist denn jetzt wirklich die Laufzeit bei euch oder die Antwortzeit oder die Verfügbarkeit? Und es wird von Land zu Land entsprechend einzeln verhandelt. Das hat den großen Vorteil, dass man ein Konstrukt fährt, dass das generische SLA ganz oben vom Vorstand oder von der obersten Geschäftsleitung abgesegnet wird und es bleibt dann da stehen. Und die entsprechenden Tochtergesellschaften, die haben dann ihre einzelnen Leute, die dann auch unterschreiben. Hat natürlich auch wieder, wie in allen Dingen, jeder Vorteil hat einen Nachteil. Auch hier habe ich die Systematik, nämlich dass der linke Teil, nämlich das generische, beinhaltet die Art der Definitionen, der Inhalte, die da alle beschrieben sind, also was ist Verfügbarkeit zum Beispiel. Und auf der rechten Seite sind dann die Werte, also 99% in welchem Land auch immer. Nur wenn Sie das komplett immer doppeln, dann haben Sie zwei Kapitelstrukturen, zu dem vielleicht nicht zu jedem Inhalt immer ein Wert steht. Und dadurch entstehen auch Verträge, bei denen man seitenweise durch leere Kapitel oder not applicable als Vertragswert drinstehen hat. Und das ist natürlich nicht so besonders schön. Man hat einen ordentlich strukturellen Ballast, den man damit schleppt. Also, jetzt haben wir zweimal gesehen, wie man es nicht macht. Gehen wir noch einen weiter, schauen wir, wie man durchaus geschickt agieren kann. Und das ist ein Master-Ansatz. Ob das Wort Master heißen muss, bitte lassen Sie sich da nicht in die Irre führen. Das Ding kann auch Service Agreement oder sonst irgendwas heißen. Da gibt es ja viele Begriffe, die das nehmen. Wir schauen jetzt erstmal nur auf die Architektur, wie das auszusehen hat. Und unter diesem Master befinden sich Leistungsscheine. So, und jeder Leistungsschein ist dann für eine Applikation wird er entsprechend gemacht. Wir hatten das vorhin schon bei den Modulen, nur haben wir in dem Master ganz viele Inhalte geregelt, die dann partiell auf die Leistungsscheine übernommen werden. Also Sie sehen, das ist eine Mischung aus diesem modularen Ansatz und dem generischen und spezifischen Ansatz, der eben die beiden besten Welten miteinander vereint. Das heißt, ich habe hier oben im Master, das verhandle ich einmal mit der IT pro Jahr und darunter habe ich dann aktionsbasiert Leistungsscheine, die Kunden kaufen für Services oder hier sind es jetzt Anwendungen, das ist ja frei wählbar. Und dahinter sind dann eigentlich die mitgeltenden Dokumente. Also man sieht auch schon, die Struktur des monolithischen Ansatzes mit Anlagen wird natürlich hier unten auch nochmal weitergeführt. Und durch so eine Architektur können Sie sehr viel, sehr schnell erledigen. Und um mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung zu machen. Ich habe über 400 Service- oder Leistungsscheine entsprechend gehalten in Personalunion, also nur einer alleine. Und wir haben es dann später aufgeteilt mit einem Kollegen, wenn es dann darum ging, die ganz schweren Dienstleisterverträge zu verhandeln. Das habe ich dann gemacht und der hat dann nur diese 400 weitergehalten. Also da lässt sich schon eine extreme Spannbreite mit einer sehr kleinen Personenpower erledigen. Und das ist natürlich etwas, wo wir natürlich hinwollen, nämlich schnell aktiv dem Kunden gegenüber was anbieten und auch entsprechend leben lassen.
Jetzt zeige ich Ihnen mal ein Beispiel. Und Sie sagen, naja, das klingt aber alles sehr, sehr abstrakt. Jetzt zeige ich Ihnen ein reales Beispiel, anhand dessen Sie genau diese Struktur, die wir jetzt hier vor uns liegen haben, mal verproben können und sehen können, was passiert denn da tatsächlich im Hintergrund. Ich hatte einen Kunden und der hatte genau folgendes Szenario, nämlich, dass er hier oben sein Service Level Agreement hatte. Das ist ein Word-Dokument. Und dann hatte er einzelne Module, die auch Word-Dokumente waren. Also in Summe hatte er, wie wir jetzt hier sehen, 7 Word-Dokumente, die er einfach genommen hat und entsprechend abgestimmt hat. So. Und das hat er mit jedem Kunden selbst direkt gemacht. Klar, weil es gab ja verschiedenste, ob jetzt Module oder Anlagen heißen, das hat er hingestellt. Und das hat er dann entsprechend so immer durchgeführt. Und wenn so 5 Anfragen kamen, dann war er eigentlich mit der Welt fertig, weil das alles immer abzustimmen hat ihn unendlich viel Zeit gekostet. Weil sein Prozess sah nämlich folgendermaßen aus. Hier sehen Sie die waagrechten Balken, das sind die Organisationseinheiten, mit denen der Service Level Manager zu tun hatte. Ganz oben der Kunde, dann er selbst als Service Level Manager und nach unten hin dann der Betrieb, die Leute von Anwendungsbetreuung, vom Desktop-Management, die Planungsleute, das Vertragswesen, auch das Controlling. Die alle wirken ja mit, wenn sie einen Vertrag machen. So, und wenn diese Kette nicht schnell ist, dann ist das natürlich unglücklich. Und diese Kette kann aber auch nur gut sein, wenn man entsprechend Gutes reinfüllt. Also dieses ganz salopp gesagte Shit in, Shit out funktioniert natürlich da leider auch. Also wir haben gesehen, wie die Verträge aussehen. Also 7 Word-Dokumente. Die werden jetzt in einem Kick-Off-Meeting ganz am Anfang, hier links oben, abgestimmt. Dann gibt es einen ersten Entwurf und diesen Entwurf versenkt dann der Service-Level-Manager in die Mailboxen der entsprechenden Kollegen und sagt, guckt mal drauf, ob wir das so leisten können. Das Erste, was Sie machen, wenn Sie eine E-Mail bekommen mit 7 Word-Dokumenten, die werden Sie sofort bearbeiten. Naja, also das werden Sie wahrscheinlich nicht tun und das machen die natürlich auch nicht. Und damit liegen die Daten sehr lange erstmal brach. Das dauert ewig, bis es dann zum Vertragsabschluss kommt. Und noch schlimmer, wir haben ja heute so einen gewissen Usus entwickelt. Naja, wenn ich ein Dokument zum Korrigieren bekomme, dann mindestens einen Kommentar muss ich ja dran kleben, um zu zeigen, dass ich es gelesen habe. Das führt dazu, dass Dinge, die schon längst abgestimmt sind, immer wieder neu aufgefädelt werden und immer wieder neu abgestimmt werden müssen. So, und irgendwann kommt es dann zum Entwurf an den Kunden und dann wird der Vertrag gemacht und dann funktioniert die Kette ja ganz gut. Also wir sehen, der Bottleneck ist da vorne. Und ich gehe jetzt eins weiter. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese 7 Word-Dokumente, die haben wir dann zusammengezogen in dieses Master Agreement oder hier hieß es dann nur Service Level Agreement, wurden die aufgelöst und wurden nur die zentralen Inhalte gehalten und in dem Leistungsschein gab es dann nur noch wie eine Art Mini-Interview, eine Art Tabelle, wie hoch muss die Verfügbarkeit sein, welche Wartungsfenster gibt es und so weiter. Und so hat man natürlich unglaublich schnell produziert und aus einem Durchlaufzeit von 2 Monaten wurde ein 15-Minuten-Interview mit den Leuten und der Kunde war entsprechend schnell bedient. Also Sie sehen die Vertragskonstruktion selbst und der Prozess, wobei der Prozess wahrscheinlich am wenigsten noch schuld ist, die Vertragskonstruktion selbst gibt einen großen Ausschluss daraus, ob wir schnell sind oder nicht. Vor allem, wenn wir in die Zukunft denken, wir wollen jetzt auch mal hier am MSP Day natürlich ein bisschen weiter schauen. Es gibt ja immer mehr das Thema Smart Contracts. Das will man natürlich haben, dass die Verträge in Systemen liegen, nicht mehr Word-Dokumente, die über DocuSign abgelöst werden. Das ist auch nur so eine Krücke, die wir gerade aktuell haben, sondern dass die Verträge tatsächlich in den Systemen liegen und mit der digitalen Unterschrift auch weiterverarbeitbar sind, ohne dass man Papier produziert. So, jetzt haben wir uns mal angeschaut, wie so die Vertragskonstellationen aussehen. Also Sie sind sozusagen Ihres eigenen Glückes Schmied, wenn Sie Ihre Word-Dokumente zuschneiden. Und jetzt nehme ich nochmal schöne die 4 Do's und Don'ts mit raus, die wir hier haben und fangen mal vorne an bei der Servicebeschreibung. Bevor Sie das ganze Bild erfassen, schauen Sie nur auf das obere, in diesen oberen grauen Balken hinein, Text im Vertrag. Ich habe Ihnen jetzt nur aus didaktischen Gründen einen Dreizeiler geschrieben. Das geht oft über eine halbe Seite. Der Dienstleister gewährleistet, dass in der Betriebszeit von 8 bis 18 Uhr
dass er den Service VPN zur Einwahl in das Corporate Network mit einer Verfügbarkeit von 99% erbringt. Wunderbar, wir wissen, was gemeint ist, aber was passiert hier eigentlich? Hier passiert Folgendes: Wenn man den Service genau zerteilen würde, dann würde man sagen, in der Servicebeschreibung geht es nur darum, dass ein VPN angeboten wird, um sich ins Corporate Network einzuwählen. Damit endet erstmal. Wer das macht, egal. Die Service Levels, die haben Sie schon gut erkannt, die sind entsprechend auch hier, die werden rausgezogen als eigene Bereiche. Und ganz unten sehen wir jetzt hier auch eine Zuständigkeitsmatrix. Ich könnte auch RACI-Matrix, ich habe jetzt das deutsche Modell genommen, wir könnten auch das englische mit RACI nehmen. Hier steht eben ganz oben im Text, im Vertrag, der Dienstleister gewährleistet. So, und damit haben wir Folgendes gemacht, nämlich wir haben eine Zuständigkeit in dem Text reingebaut. Und die nehmen wir jetzt raus und bauen die unten in unsere RACI-Matrix rein. So. Wo ist jetzt der Mehrwert? Der Mehrwert ist jetzt ganz deutlich, nämlich, wenn Sie sich vorstellen, dass dieser obere Text nicht nur 3 Zeilen hat, sondern eine halbe Seite hat und Sie mit dem Kunden abstimmen müssen, wie man es denn genau macht, dann gehen Sie da oben komplett verschütt, weil Sie beim Lesen schon Fehler machen, wer wann was gewährleistet und erbringt und nimmt und zurückgibt, das können Sie gar nicht erfassen. Das macht Sie langsam und dadurch kommen Sie nicht so schnell vorwärts mit Ihrem Vertrag. Wenn Sie das nach unten in diese Systematik bauen mit, was ist der Service, da können Sie sowieso ein Template besser bauen, weil Sie das nicht immer individuell für jeden Kunden hinschrauben. Das ist auch schon mal als Vertragstext, Baustein, schon mal sehr gut. Die Service Levels, okay, das ist klar, das werden wir immer so machen. Und die Zuständigkeitsmatrix, wenn Sie da die ganzen einzelnen, ich habe jetzt ja nur einen Aspekt rausgenommen, die sind manchmal 1-2 Seiten lang. Wenn Sie das gemeinsam durchgehen mit dem Kunden oder auch mit Ihren Kollegen im Betrieb, dann ist das wie eine Checkliste. Links, rechts, wer macht's, machen wir es, macht's der Kunde. Und dann kann ich mich da entsprechend schnell verorten und auch das schnell vorwärts bringen. Also Sie sehen, allein schon, wenn man die Servicebeschreibung in Form eines Spaghetti-Codes, wie ganz oben gezeigt, baut, ja, der Programmierer würde eben sagen, Spaghetti-Code, dann würden Sie sagen, naja, da unten, eigentlich fühle ich mich da unten wohl, da kenne ich mich aus, ich weiß, was eine RACI-Matrix ist und ich weiß auch noch genau, wie ich es anwenden muss. Perfekt. Also das kann ich Ihnen nur schwerstens ans Herz legen, was auch immer Sie aus meinem Webinar hier mitnehmen, das bitte schwerstens beherzigen, dann sind Sie super schnell unterwegs. Weil nämlich auch der Servicebeschreibungstext dann relativ klein wird und das Ganze drumherum, wer wann was macht, wird eben nach unten in die Zuständigkeitsmatrix geführt. Und an dieser Matrix bleibe ich jetzt auch noch ein bisschen kleben, weil es geht ja darum, dass man die Leistungsabgrenzung macht. Gehen wir hier oben in den ersten Bereich hinein, bisher verwendete Kapitel in Verträgen. Was ich sehr häufig in vorwiegend auch in englischen Verträgen vorfinde, ist sowas wie In-Scope und Out-of-Scope. Ja, kennt man, jeder, der so einen englischen Vertrag mit der Hand gehabt hat, weiß, ah ja klar, die Deutschen sagen eher Vertragsumfang. Dann gibt es sowas wie nicht enthaltene Leistungen. Ja, bei den Engländern redet man von Services are included or not included, da hat man das. Dann gibt es noch wunderbare Kapitel wie Mitwirkungspflichten, ja, die sogenannten Obligations. Und im Text, wir haben es gerade eben schon gesehen, in unserem vorhergehenden Folie, sind vielleicht auch Verantwortlichkeiten eingebaut. Und wenn Sie jetzt Leistung abgrenzen müssen, dann müssen Sie durch 4 Kapitel durchrauschen, um das sauber und stabil zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben natürlich untertags auch was anderes zu tun, als immer nur diese 4 Kapitel stabil zu halten gegenüber Ihrem Kunden, dann macht das wahnsinnig langsam. Und wenn wir jetzt diese 4 Kapitel da oben nehmen, und einfach in die Tonne treten, eine saubere Servicebeschreibung haben und hier unten alles ausschließlich in der RACI-Matrix machen. Die Mitwirkungspflichten des Kunden, ja, die kann ich ja hier in der RACI-Matrix bestens modellieren. Da muss ich ja gar nicht explizit was bauen. Beziehungsweise die Mitwirkungspflichten des Providers, da kann ich mit meinen RAs und Cs entsprechend sehr gut rangieren und mir die einzelnen Sachen aufbauen. Also das zeigt natürlich schon sehr, sehr klar, dass man sich mit solchen Altlasten nicht mehr beschäftigt. Das werden Sie natürlich immer mit Ihren Rechtsanwälten besprechen müssen, weil Ihr Rechtsanwalt sagt, wir bauen Verträge, was macht der eine und was macht der andere? Und wir als Service Level Manager sagen, wir verkaufen einen Service
Und der wird mal so und mal so geschnitten. Und das hat natürlich eine andere Art der Herangehensweise. Aber wenn Sie es Ihrem Anwalt erklären, wie es gebaut ist und der einfach nur weiß, dass die Verantwortlichkeiten sauber getrennt sind, dann geht er auch mit. So, jetzt haben wir links diese... Bitte? Entschuldigen Sie, kurz unterbreche, Herr Scholler. Ich hab hier eine Frage und ich glaube, dass die ganz gut passt, wenn wir die jetzt direkt beantworten. Ja. Und zwar ist es eine, ich kenne das aus unserer Vergangenheit auch. Sie haben hier die Raki-Matrix und schön R und A, Responsible and Accountable. Und hier kam direkt die Frage eines Teilnehmers, wir haben unheimliche Schwierigkeiten, Responsible and Accountable sauber zu trennen. Können Sie dazu was sagen? Ja, gerne. Wir haben das Problem genauso. Und zwar aber nicht nur, dass Responsible und Accountable trennbar sind, sondern dass aufgrund des Cs entsprechend Probleme entstehen, dass der eine sagt, ich konnte meine Arbeit nicht erbringen, weil der andere nicht mitgewirkt hat. So, und um diese Frage sauber zu beantworten, gehen wir immer stärker, radikaler ran und sagen, das Kreuz umfasst R und A und wer das Kreuz hat, die volle Verantwortung, das zu erbringen und auch einzufordern von dem anderen, dass er seine Leistung entsprechend nachkommen kann. Und wenn nicht, muss man sich das halt belegen lassen, warum der andere das nicht mitwirkt. Aber dieser Schnitt auf der rechten Seite zeigt viel deutlicher, machst du es, dann hast du aber auch wirklich die volle Verantwortung, ziehst durch, mach das, damit du auch deine Sachen nachkommen kannst. Und sag nicht, naja, sagen wir jetzt RA, wir wissen es nicht genauso, eher so, ach, kleben wir noch ein C auf die rechte oder auf die linke Seite, damit es irgendwie schon passt. Also da werden wir immer radikaler im Lauf der Zeit, um unsere Verträge besser zu machen. Also die linke Leistungsabgrenzung ist mehr so, wie die reine Lehre es uns auch zeigt. Und auf der rechten Seite jetzt hier mit dieser Matrix, da gehen wir schon ganz klar in der Praxis ran und müssen eben genau sagen, wer ist Ross und Reiter und wer das Kreuz hat, der ist auch voll verantwortlich und der bringt auch diese Leistung. Super. Nur vielen haben Dank Sie für die, mit diesem für die Beantwortung. Ja. Vielen Dank für die Beantwortung. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dieses Ross und Reiter, ne? Ihn klar zu benennen und da irgendwie keine Wischiwaschi zuzulassen. Ja. Richtig, genau. Und aber wie wir schon übersehen, die beiden Zuständigkeitsmatrizen sind nicht identisch, weil ich natürlich Informationen verliere durch das Kreuz und ich muss natürlich in meiner Beschreibung in der Raki-Matrix dann vielleicht bestimmte Dinge genauer nehmen. Ich habe das jetzt mal hier unten ganz, damit man es taktisch erfassen kann. Report erstellen war auf der linken Seite und hier in dieser anderen Raki-Matrix Report erstellen und an Kunde übergeben. Das heißt, das muss ich natürlich dann schon reinschreiben. Diese Information geht halt jetzt verloren, weil ich das I nicht mehr habe. Also da muss man einfach nur wissen, die Einträge in der Raki-Matrix werden dadurch natürlich auch hochwertiger. Also so ganz ein Nachteil ist es jetzt nicht. Die Leute wissen dann genau, was sie zu tun haben. Also da ist durchaus nochmal ein Performance-Gewinn rauszuholen. So. Jetzt haben Sie schon gesehen, dass wir die Informationen segmentieren. Und das habe ich hier auch nochmal in dem Vertrag auch gezeigt. Die ersten drei Punkte haben wir schon erlebt. Das beschreiben Sie auch in Ihren Verträgen ganz vorne. Und jetzt geht es natürlich weiter, dass Sie bestimmte Zusätze in den Verträgen haben. Sie haben jetzt so Vertragsbausteine aufgebaut. Okay, die Servicebeschreibung ist klar, die Service Levels, die Zuständigkeiten. Ja, an der Servicebeschreibung machen wir eigentlich gar nichts mehr. In den Service Levels, da drehen wir noch an den Zahlen, super. Da sind Sie auch schnell. In der Zuständigkeitsmatrix haben wir gelernt, die machen die Kreuze links und rechts. So, bleiben aber noch drei andere Punkte übrig, nämlich das Thema gesonderte Vereinbarungen. Natürlich gibt es zu jedem Service immer irgendwas, was mit einem Dienstleister anders läuft. Und das verstecken wir nicht oben in der Servicebeschreibung, sondern das nehmen wir in den gesonderten Vereinbarungen mit auf. Die Rechnungsstellung ist immer im Quartal oder sie muss vorher abgestimmt sein durch einen Report oder was der Geier, was da stattfinden kann, wird hier aufgenommen. Dann der Leistungsübergabepunkt. Der wird mit jedem Kunden natürlich auch einzeln vereinbart. Natürlich hat man da schon seine gewisse Bausteine, aber natürlich habe ich nicht alle IP-Adressen oder sonst irgendwelche Standorte, die ich schon kenne. Also den ziehen wir auch mit raus. Und dann ziehen wir noch einen letzten Teil mit raus, nämlich zu jedem Service gibt es natürlich auch bestimmte Spezifika. Also nicht gesonderte Vereinbarungen, wo man sagt, wie ist denn der Ablauf miteinander,
sondern Spezifika, wo man sagt, naja, das Sizing ist da anders oder bestimmtes Produkt im Einsatz, das etwas, das einen bestimmten Fernzugriff anders ermöglicht. Das sind Reports, wo man sagt, naja, gewünscht haben wir uns einen Report mit 20 Zeilen, aber ihr könnt halt nur einen mit 5 Zeilen liefern oder einen mit 100 Zeilen, je nachdem. Das wird eigens nochmal in der Service-Spezifikation gelistet, um zu sagen, dieser Service wird jetzt in seiner Ausprägung nochmal etwas anders instanziert und dann sieht man das hier sauber. Und das mogeln wir nicht in den ersten dreien mit rein, damit es immer effizient bleibt und Sie immer genau sehen können, okay, oben ist für mich Daily Business, die ersten drei und die letzten drei sind halt eben diejenigen, wo man sagt, da muss man ganz genau rangehen. So, und jetzt nehme ich Sie mit auf die ganz harte Reise, dass wir uns das Thema Penalen anschauen. So, und Penalen sind natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil wenn Sie mit Penalen arbeiten, werden Sie bei den Kunden natürlich immer offene Türen einrennen. Ja, als MSP will man natürlich sagen, ja klar, wir haben einen Vertrag und dann kommt das Erste, was der Kunde sagt, haben Sie auch eine Penal drin? Nee, eigentlich nicht. Dann ist eigentlich ja nur ein Angebot, das Sie anbieten. Und der Vertrag ist dann auch nicht belastbar. Und jetzt haben wir natürlich so eine Henne-Ei-Situation. Der Kunde will so eine richtig fette, krasse Penalregelung und sagt, wenn es nicht klappt, dann muss ich dich auch entsprechend an die Kantare nehmen. Und Sie auch als MSP kommen natürlich vor Anzeichen und sagen, naja, also so eine Penalregelung tut uns ja schon weh. Und jetzt können Sie natürlich den einfachen Weg gehen und sagen, naja, lieber Kunde, wenn du eine Penalregelung haben möchtest, dann preisen wir das vorne ein. So, damit fällt das Kind schon mal per se in den Brunnen, weil beide Seiten dann nicht wahnsinnig glücklich über die Situation sind. Also macht es eher Sinn, etwas anders zu agieren. Und wie dieses anders agieren aussieht, dazu möchte ich Sie mitnehmen. Ups, jetzt muss ich nur schauen, dass ich mir das Ding hier genau. Nee, jetzt habe ich mir irgendwas hier zerschossen. Da bin ich, genau. So, und ich nehme Sie mit in eine Formulierung, die über zwei Seiten jetzt geht. Ich werde jetzt aber sehr langsam mit Ihnen durchgehen, die Formulierung, sodass Sie dem folgen können, was ich eigentlich mache. Und zwar, dies ist eine Penalenregelung, die man nicht ziehen kann. Und Sie werden gleich die Krux dran sehen und erkennen, wie sie funktioniert. Ich fange ganz langsam an, mit Ihnen durchzugehen. Also in Fällen, in denen der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nachweislich nachgekommen ist. Also das heißt, der Auftraggeber muss Ihnen erstmal nachweisen, dass er sagt, ich habe alles getan, damit du deine Arbeit machen konntest. Das ist eine erste Hürde, die in diesem ersten Satz schon drin ist. Die nimmt man beim Lesen fast kaum wahr. So. Also seitens des Auftragnehmers eine Verfehlung der Qualität vorliegt, kann der Auftraggeber eine Penale für den Service Level, Lösungsquote gesamt, also wir haben jetzt nicht alle Service Levels rausgeholt, sondern nur einen, wo wir sagen, den beherrschen wir am besten. Also den nehmen wir uns mal. Den kann er geltend machen. Und alle anderen Service Levels, die lassen wir erstmal außen vor. Da muss man dann natürlich darüber diskutieren, ob das reicht. Aber darum geht es ja, dass man sich erstmal stabil zeigt. Sofern die Stückzahl der aufgenommenen Tickets über 100 Stück liegen, da darunter keine sinnvolle Quotenbildung stattfinden kann. Haben Sie 99, fällt die ganze Penalenregelung flach, weil uninteressant. Damit haben Sie die nächste Hürde gebaut. Sie sehen schon, es sind schon drei Hürden in weniger als 4 Zeilen drin, die man da drin hat. So, das nächste ist, dann kommen so ein bisschen die Support, Software-Support- und Entwicklungsleistungen zur Fehlerbeseitigung, die durch den Auftragnehmer erbracht werden, kann wie folgt gemindert werden. Jetzt kommt ein tatsächlicher Passus. Wenn die Lösungsquote gesamt für die Nettozeit, das ist jetzt aber keine Falle, die Nettozeit, das haben Sie ja üblicherweise, wenn Sie Tickets bearbeiten und der Kunde sich nicht zurückmeldet, dann haben Sie da, das ist ja die Bruttozeit, bis er sich zurückmeldet. Das ist die reine Nettozeit, die Sie verbrauchen. Wenn der Kunde dann nicht aus dem Käse kommt, das darf man Ihnen natürlich als MSP nicht negativ anrechnen. Also für die Nettozeit unter den vereinbarten Wertfeld hat der Auftraggeber das Recht, eine Abmahnung in schriftlicher Form an den Auftragnehmer auszusprechen. Wenn Sie wissen, was es bedeutet, eine Abmahnung auszusprechen, eine rechtssichere Abmahnung, dann wissen Sie, was das für eine Hürde ist.
Nämlich Ihr Kunde muss zu einem internen Rechtsanwalt oder zu einem externen gehen und sagen, ich brauche mal eine rechtskräftige Abmahnung. Die Hürde ist gefühlt unendlich hoch. Und weiß dann schon hier, fies ist, machen wir es, nach 2 Abmahnungen erfolgt erst die Pönale, also die nächste Hürde mit drin. So, dann wird die Pönale berechnet. So, werden die gefolgten, die geschuldeten Leistungsquoten unterschritten, ist eine monatliche Vergütung wie folgt zu mindern. Ich schalte jetzt um auf die zweite Folie. So, das passiert erstmal nichts Schlimmes. Etwas, was für den Kunden gut ist, je zum Beispiel 0,2% der Unterschreitung der Lösungsquote wird die monatliche Vergütung um 2% gekürzt. Also wenn der Service-Level langsam fällt, dann wird eben das Geld auch gekürzt. Und die Minderung beträgt maximal 30% der jeweiligen monatlichen vereinbarten Vergütung. Das ist eine Kappungsgrenze. Und hier haben Sie einen wunderbaren Mechanismus, wenn Sie mit öffentlich-rechtlichen Anstalten zu tun haben oder Ämtern, dann dürfen die in den Ausschreibungen nicht mehr als 5% nehmen von Ihnen als MSP. Das führt zu leichten Erheiterungen bei ganz vielen MSPs, weil sie sagen 5%, okay, das ist eh easy, da ist noch nicht mal eine Motivation dazu, da die Pönale in irgendeiner Art und Weise noch genauer zu verhandeln. Das läuft einfach durch. Ab 30% spricht man dann schon da, dass der Vertrag nicht mehr ganz rechtskräftig sein kann, wenn es unter 30% ist, weil Sie dann als MSP Geld mitbringen müssen, um dort zu leisten, weil Sie haben ja Rechenzentrumskosten, Sie haben Mitarbeiterkosten, ob Sie gut oder schlecht leisten, die sind ja da, das kann man nicht von Ihnen fordern, dass Sie das mitbringen und dann noch drauflegen. Also da gibt es eine Kappungsgrenze, das schützt Sie. So, und jetzt fahren wir noch ein Stückchen weiter, nämlich wir wollen unserem Kunden noch beibringen und sagen, naja, also lieber Kunde, wenn du uns Geld wegnimmst, dann werden wir immer schlechter. Wir hätten da einen guten Vorschlag. Beide Parteien einigen sich darauf, dass der geminderte Betrag zur Verbesserung und Qualitätssteigerung des beanstandeten Service verwendet wird. Also der Auftraggeber und die Auftragnehmer einigen sich im Rahmen eines, zum Beispiel haben sie ein monatliches Servicegespräch, in dem sie dann einsteigen, auf notwendige Maßnahmen. Jetzt schauen wir uns mal an, welche die sein könnten. Das sind hier unten die 3 Spiegelstriche. Der Auftragnehmer zeigt auf, also Sie als MSP zeigen auf, welche aktuellen Investitionsstrategien Sie haben. Und sagen, okay, wir können einen zweiten Server hinstellen, wir können jemanden schulen. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das zu zeigen, um da besser zu werden. Der nächste Punkt ist, und Sie als MSP müssen natürlich auch die Investitionen, die Sie getätigt haben, belegen und auch transparent nachweisen. Super gut, sind wir dabei. Und der Auftraggeber bekommt auch noch ein bisschen Recht und sagt, die abgestimmte Verbesserungsmaßnahme kann er freigeben oder auch entsprechend zurückbehalten und sagen, nö, finde ich nicht so gut, will ich anders haben. So, und jetzt haben wir auf 2 Seiten gesehen, dass es unglaublich viele Hürden gibt. Und jetzt, wenn Sie sagen, naja, also das unterschreibt ja kein Kunde von mir, dann sage ich zu Ihnen, selbstverständlich unterschreibt es kein Kunde, nämlich Ihre Kunden werden in irgendeiner Art und Weise einige von diesen Hürden rausstreichen. Aber das reicht Ihnen schon, weil die ganze Pönalenregelung so gebaut ist, dass sie Ihnen nie zu einem Schaden gereicht als MSP und Sie dadurch einen unglaublich hohen Schutz erfahren. Und wenn Ihnen der Kunde noch 2, 3, 4 rausstreicht von diesen Hürden, Sie landen am Schluss immer auf der sicheren Seite. Und das hat natürlich zum Thema mit dem minimalsten Risiko und einer hohen Effizienz natürlich einen großen Impact, dass Sie sich an der Pönalenregelung nicht mit dem Kunden verkünsteln, sondern Sie legen sie vor, der Kunde sagt, ja, da streiche ich 3 Sachen raus, dann pinseln sie noch ein bisschen rum, sagen, ja, schwierig, schwierig, und dann ist das Thema aber durch. Und dann haben Sie das Thema Pönalenregelung fertig abgehandelt und müssen dann nicht Wochen daran verbringen, bis man sich auf irgendeinen komischen Rechenmechanismus geeinigt hat, der dann genau den Schaden des Kunden irgendwie zeigt. Also der Kunde müsste dann schon Ihnen komplett die Pönalenregelung rausstreichen und eine eigene einsetzen. Das machen die wenigsten Kunden, um nicht zu sagen, bisher habe ich noch keinen gesehen. Weil, wenn er das macht, dann muss er eine stabile Pönalenregelung vorlegen. A, hat er keine im Petto. B, riskiert er Sie als MSP, indem er sagt, ja, ich will die Leistung haben, aber wie ich drauf haue, als bei dir als MSP, das entscheide ich. Da hat man das Miteinander eigentlich schon verloren. Und dementsprechend, wenn Sie eine gute Pönalenregelung
haben, so wie es die zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, wie man es machen kann, dann sind sie schon ganz gut aufgestellt. So. Nehme ich noch die Lessons Learned mit, die Sie jetzt gesehen haben in dieser ganz kleinen komprimierten Fassung. Es gibt natürlich noch viele andere Themen, die beim Thema SLA mitspielen, aber um es einfach schnell zu machen an speziellen Reizthemen, die halt immer wieder auftreten, habe ich Ihnen gezeigt, wie man Informationen zerlegt, nämlich in Services und zum Beispiel Zuständigkeitsmatrizen. Informationsdopplungen bitte auch vermeiden. Das ist eben, sobald Sie anfangen, die Themen in mehreren oder Teilbausteinen aufzunehmen. Also das war das, ich gehe nochmal drei zurück. Hier doppeln Sie die Informationen nicht, indem Sie sie irgendwo da reinschreiben, nochmal, sondern segmentieren Sie genau Ihre Informationen. Und dann sind Sie super gut unterwegs. Ich gehe nochmal zurück. Und die Vertragsrisiken, also sowas wie eine Penalenregelung, bitte nicht den Kopf einziehen und sagen, na, das kriegen wir schon irgendwie vermieden, sondern beherrschen Sie es. Und wenn Sie es beherrschen, dann haben Sie einfach viel Spaß dran und Ihr Kunde auch, weil der Kunde sagt, ich habe einen belastbaren Vertrag und Sie haben eine Penalenregelung, die Ihnen kaum ein Risiko bietet, das Sie nicht ohnehin beherrschen können. Und damit sind Sie aus meiner Sicht auf einer sehr guten Seite. Sie haben vorhin gesehen, die Service Levels, die müssen Sie einhalten. Wenn Sie die nicht einhalten können, die Penalenregelung, kegelt Sie dann nicht komplett aus dem Fahrwasser raus. So, das war der Bereich, den ich Ihnen zeigen wollte. Das waren meine Lessons Learned. Eine Frage war schon da und ich bin natürlich auch für weitere Fragen gerne nochmal zur Verfügung. Erstmal vielen Dank, Herr Scholl, das war ein sehr interessanter Einblick. Auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, das ist immer besonders spannend an solchen Veranstaltungen, wenn man da ein bisschen was mitnehmen kann. Eine Frage habe ich hier tatsächlich von einem Kunden, der schreibt, wie gehe ich denn mit gefühlter Servicequalität um? Gefühlte Servicequalität ist immer ganz was Schlechtes, weil dann haben Sie eigentlich im Vertrag Folgendes gemacht, Sie haben keinen Leistungsüberkallpunkt definiert, weil es gibt ja einen Algorithmus. Der Leistungsüberkallpunkt definiert, wo die Kennzahl gemessen wird. Dann brauchen Sie eine Kennzahl. Und danach können Sie erst die Penale entsprechend ableiten. Wenn Sie das alles nicht haben, haben Sie eine gefühlte Servicequalität, die, wenn Sie eine Penalenregelung haben, aber sonst ist was nicht, dann müssen Sie auf den Modus, wer am lautesten schreit, umwandeln. Und das ist natürlich eine ganz, ganz hässliche Situation für beide Seiten. Und dann haben Sie eine Penalenregelung, bei der der Kunde sagt, ihr habt aber nicht geleistet, auf Basis welcher Kennzahlen, keine Ahnung, empfinde ich so. Und Sie haben auf der anderen Seite die Penalenregelung, sagen, wie viel davon gebe ich jetzt raus oder gebe ich nicht raus? Und dann gehen Sie auf die Basarebene. Und die Basarebene ist für beide Seiten sehr unbefriedigend, weil keiner am Schluss glücklich rausgeht. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man die Dinge, die man im Vertrag drinstehen hat, auch wirklich messen kann. Ja, wobei man da unterscheiden muss. Also wir unterscheiden die Service Levels. Die ist die ganz große Menge, die geben den Rahmen vor, den Korridor, in dem man leisten möchte. Niemand misst, ob um 8 Uhr oder 8 Uhr 1 jemand am Service-Desk sitzt. Ja, das ist Quatsch. Und dann gibt es KPIs, die sind eine Sondermenge der Service-Levels, nämlich die, die messbar sind. Also kann ich eine Lösungsquote messen am Ticketsystem, kann ich eine Verfügbarkeit messen, ja, sowas. Aber zum Beispiel Service-Levels wie Katastrophenschutzübungen einmal im Jahr, das misst ja keiner. Aber die gibt es natürlich auch. So, und dadurch können Sie ganz viele Service-Levels bauen, die alle nicht, die einfach nur den Korridor zeigen, aber halt nur die messbaren, die gehen halt dann auch in die Penalenregelung mit ein. Okay. Ich habe noch einen letzten Punkt. Wenn man so sich im Internet ein bisschen rumträubt und sagt, guckt so gutes Service-Level-Management, gute Verträge, was man da so findet. Was einem immer wieder begegnet, ist so ein Schlagwort, Customer-Satisfaction oder Kundenzufriedenheit ist wichtiger als numerische Ziele. Was sagen Sie dazu? Ist eine weitere Kennzahl. Anwenderzufriedenheit ist eine Kennzahl, die man genauso erhebt. Dafür gibt es genauso einen Messpunkt. Der wird auch in den Verträgen reguliert. Und das, für mich ist das genauso ein messbarer Punkt, der auch immer wieder abgeprüft wird. Wird anders abgeprüft, also mehr in Form von Interviewarten. Da werden die Interviewfragen auch gemacht.
war der Mitarbeiter freundlich, kompetent, hat das schnell gelöst, die Aufträge. Das ist ja immer dann, wenn es so weggeht vom Blech hin zu manuellen Tätigkeiten, dann kommt was mit Anwenderzufriedenheit natürlich stärker zum Tragen und ist genauso eine Kennzahl, die im Vertrag aufgenommen wird, wird auch numerisch abgehandelt. Ja. Muss man aber dann klar machen, wie man es misst, an welchen Stellen Übergabepunkte haben wir gehabt. Super. Genau, da haben Sie jetzt Interview, sowas, wie auch immer Sie das lösen wollen, oder mit Newslettern etc. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ja. Perfekt. Spannendes Thema. Wir sehen ja immer wieder auch bei uns in unserer Beratung, das ist auch ein Spezialthema. Die Erfahrung ist da unschlagbar. Sie sind seit vielen, vielen Jahren dort unterwegs. Und wenn die Zuhörer hier noch weitere Fragen haben, können Sie sie natürlich mit Sicherheit über LinkedIn finden, nehme ich an, oder Xing, die üblichen Kanäle, oder über Ihre Webseite. Ich kann das nur empfehlen. Herr Scholder, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie die Zeit genommen haben und uns ein bisschen Einblicke heute gegeben haben. Und passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste. Ja, vielen Dank.